Hallo liebe Freunde, ja, der Auschecker hier aus Zimmer 11, dritter Stock im Unfallkrankenhaus Berlin. Ein BG-Krankenhaus ganz besonderer Güte. Ich habe das hier mitbekommen. Ja. Ist ein Schulanzieher, ich weiß. Ja, es ist eigentlich nichts Großartiges, aber den habe ich jetzt jeden Tag benutzt, um morgens in diese Schuhe zu kommen, die mich durch dieses Gebäude getragen haben. Ich will mal ganz kurz in den Stockwerken. Ich darf leider von innen nicht so viel zeigen, weil trotz, sage ich mal, dem Verständnis der Pressestelle für die Arbeit, die ich mache, ist es natürlich auch alles hier ein sehr viel größeres Farbspektrum, um das es hier geht, sozusagen wirtschaftliches Farbspektrum. Bedeutet, dass hier ganz viele Interessensgebiete vertreten sind, nicht, dass hier wahrscheinlich auch ein Teil von Forschung getrieben wird. Nicht, vermute ich mal, weiß ich nicht, aber ich denke, dass die Entwicklung, die hier stattfindet, eben auch ganz, na, wie sagt man, nach vorne geht. Nicht? Also, dass hier jedes Jahr etwas Neues, etwas anderes ist. Nicht? So wie ich jetzt auschecke, neue Patienten reinkommen. Nicht? Dieses Gebäude hier, in dem ich mich befinde, ist erst Anfang 2020 eigentlich an den Start gegangen. So, alles noch gar nicht so richtig instanziell erfasst. Nicht? Haus 5, wo ich 2 Wochen vorher lag, wo ich meinen Beitrag gemacht habe über die Geschichte des Griesinger Krankenhauses mit der Rundführung mit Dietmar Strauß und Frau Sliak. Frau Dr. Sliak, das war sozusagen der Anfang. Nicht? Jetzt bin ich mittlerweile seit 4 Wochen hier in der Reha, Tinnitus-Reha der Berufsgenossenschaft. Und ich nehme an, das ist wahrscheinlich sehr unique, weil Leute, die aus den Bundesgebieten kommen, hier auch herfinden, nicht? Um in der BG hier in Berlin behandelt zu werden, im BG-Krankenhaus im Wuhletal. Und ja, wie soll ich das gut formulieren, damit das jetzt nicht so lang wird, weil ich habe gerade schon mal einen Take gemacht und da habe ich mich so ein wenig episch über das ausgelassen. Ich mache es kurz. Dieser Schuhlöffel hier, ja, hilft mir eigentlich nicht nur morgens in die Schuhe, sondern erinnert mich jetzt jeden Tag daran, dass ich einen Auftrag habe, ja, mich um meinen Körper zu kümmern, mich darum zu kümmern, dass ich insgesamt gesünder werde, dass ich fokussierter auf das bin, was ich verloren hatte in dem Moment, wo ich also durch meine Selbstbeschleunigung rausgeworfen wurde aus der Bahn. Ja. Und das war nicht ohne, das hat mich ganz schön genervt. Nicht? Also es hat mir wirklich gezeigt, wie kurz das Leben ist, ja. Wie schnell das Leben zu Ende sein kann durch einen dusseligen Fahrradunfall. Ja. Und dass man sich da eben auch, dass man sich über jeden Tag freuen soll, den man hier auf der Erde genießt. Also die Grundfeste meines Seins wurden hier nochmal richtig zementiert. Und ich finde jetzt jeden Tag wieder neu in die Schuhe, die mich durchs Leben tragen, weil, naja, hier so eine gewisse Art von Friktion stattgefunden hat. Oder Friktierung, oder wie man sagt. Nicht? Man wird gerade gemacht hier. Ne? Man wird vor allem hier lernen, nicht Leute, die herkommen, um eben behandelt zu werden, werden lernen, sich selbst wieder in den Arm zu nehmen, sich selbst zu genügen, ja, nicht anderen zu genügen, weil das ist ja der Arbeitsprozess, der uns immer wieder zwingt, uns teilweise auch voneinander zu entfremden. Nicht? Und nicht, ein einfaches Beispiel ist halt, nicht, wenn ich eine Familie habe und ich gehe morgens zur Arbeit, ich komme abends wieder, nicht, den halben Tag sind die Kinder eigentlich in der Obhut anderer Leute, nicht, und man selber kriegt seine Kinder eigentlich nur abends mit, 2-3 Stunden. Nicht? Ist das Leben, was wir uns wünschen? Ist das Leben, das wir uns wünschen, eines, wo wir an Informationsüberflutung fast ersticken, nicht, und es kaum schaffen, die zahlreichen E-Mails, die Tag für Tag einprasseln, auf unsere Accounts zu bearbeiten. Mit Anfragen, die zum Teil eben auch nicht wichtig sind und mit Anfragen, die sehr wichtig sind, vermischen. Nicht? Also da ist das enorm viel Stress, nicht, den das neue digitale Zeitalter auf uns lässt. Nicht? Und die Krankheiten, die daraus entstehen, ich meine, wir wissen seit 5, 6 Jahren darüber, dass es Burnout gibt. Nicht? Darüber wurde früher nie geredet. Nicht? Wir wissen jetzt auch, dass es Tinnitus gibt. Nicht? Tinnitus gibt es auch schon länger, ist auch nichts Neues. Nicht? Dieses Klingeln im Ohr, dieses Pfeifen, oder jeder hat da was anderes. Nicht? Und das sind zum Teil berufsbedingte Krankheiten, nicht? Die aus Stress entstehen, aus falschem Umgang mit seinem Körper. Nicht? Also, nicht? Und in der Reha, die ich hier erlebe, lerne ich durch zum Beispiel Bewegungsmodifikation, durch Atemtechnik, meinen Körper wieder zu entschleunigen. Ja. Und das sind Sachen, die sollte man ernst nehmen, weil wir haben nur das eine Leben. Ne? Und mein Leben hätte letztes Jahr zu Ende sein können. Ja. Großes Glück gehabt, ne? Aber richtig großes Glück. Aber die Hilfe, die hier geleistet wird, bringt einen wieder so an diesen Ursprung zurück. Warum lebe ich eigentlich?
was ist wichtig in meinem Leben, nicht? Und einer meiner Patienten in meiner Gruppe zum Beispiel hat sich entschlossen, sein Leben um 180 Grad zu wenden, ne? Also ein halbes, ein Objektiv in diesem Glas hier sozusagen, nicht? Auf die andere Seite hat er sich gestellt gewissermaßen und hat angefangen, aus seinem beschleunigten Leben in ein entschleunigtes Leben zu kommen, und das hat ihm sehr gut getan, nicht? Ich will jetzt nicht zu tief da eintauchen, aus welchen Gründen er hierher gekommen ist, aber ich will mal so sagen, er ist mit einem Knall hier reingekommen und Gott sei Dank hat er den überlebt und ist sozusagen eben jetzt der stabile Mensch, den ich kennenlernen durfte über 4 Wochen. Nicht? Und meine kleine Vierergruppe, das war super, das war geil, das war richtig cool. Da habe ich Leute kennengelernt, die ich so nie kennengelernt hätte. Nicht? Und wir haben zusammen eben unser Problem geteilt, dass wir eben unter diesem Geräusch im Kopf leiden. Nicht? Und es wird hier immer noch als Krankheitsbild, allgemein als Krankheitsbild in der Welt behandelt. Aber ich denke, es handelt sich eigentlich primär um eine Behinderung, die eben auch in dem Falle nicht wie eine Hand, die jetzt fehlt oder ein Finger, der ab ist oder so, natürlich auch zu einer Einschränkung führt. Nicht? Weil das Leben ist halt nicht immer leicht, wenn man dieses Piepen hat. Nicht? Für viele, und man muss sich daran gewöhnen. Nicht? Bei mir ist es lauter geworden. Ich hatte schon sehr lange einen Tinnitus, einen sehr leisen, und der ist durch nach dem Unfall lauter geworden, und hier wurde er, wie gesagt, soweit behandelt, nicht in dem Rahmen, in dem das möglich ist. Und ich habe Werkzeuge an die Hand bekommen, also nicht nur das hier, nicht? Sondern eben auch Programme, ne? Also zum Beispiel sowas hier, nicht? Von den Physiotherapeuten. Nicht? Fit bleiben nach der Reha, ein starker Rücken. Ja? Ihr wisst, also ich weiß nicht, die jüngeren Zuschauer unter euch wissen noch nicht, was es bedeutet, den Rücken zu schonen. Ich mit 56 kann euch sagen, schont euren Rücken, hebt nicht zu schwer und wendet immer aus den Knien, und wenn ihr es vermeiden könnt, dann hebt gar nicht. Ja. Sowas hier, ja. Sowas bekomme ich hier nicht. Dann von den Ärzten Arbeitsblätter, nicht zum Trainieren, was zum Beispiel, was haben wir denn hier? Tinnitus ist mit einem externen Geräusch vergleichbar. Sie entscheiden, ob Sie hinhören oder nicht. Nicht? Und jetzt kommt ein langer Artikel, nicht? Der aus einem Programm stammt, nicht? Wo man sozusagen über Tinnitus einiges lernen kann. Ganz interessant, wie gesagt, von meiner Lieblingsreha, nicht? Sind die 5 Elemente. Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall. Das sind verschiedene Atemtechniken. In diesem Fall eine Reihe von Atemtechnik, die man durchführt. Nicht? Die hier nochmal in diesem wunderschönen Blatt nochmal deutlich erklärt wird. Ne? Also die 5 Elemente des Qigong. Nicht? Die ganzen Sachen, die man hier lernt, in dem Bereich von Marc Bendach und seinem Team, beschäftigen sich eigentlich mit asiatischer Medizin. Nicht? Also im Tai Chi, im Yoga, also da geht es ja schon weiter, geht es ja nicht mehr nur nach China oder Japan, da geht es ja schon nach Indien. Nicht? Also Yoga, nicht? Dieses ganze Spektrum an Bewegungs- und Atemtechniken, die, wenn man es zulässt, tatsächlich mit einem was machen. Nicht? Wenn man im Kopf natürlich jetzt sich nicht frei machen kann, nicht? Und sozusagen an sowas nicht glaubt und lieber, ich sage jetzt mal ganz profan, Tabletten schlucken will, nicht? Geht das sicherlich auch, aber das ist nicht, was hier so präferiert wird. Ja? Und das finde ich gut. Ich finde es toll, dass ich, nicht? Ich hatte zum Beispiel ein Angebot, zum Beispiel eine bestimmte Art von Medizin zu mir zu nehmen, um dafür zu sorgen, dass ich nachts besser schlafen kann. Aber so entschleunigt wollte ich dann auch nicht sein, nicht, was diese Medizin macht. Nicht. Und ganz ehrlich, so ein Sonntag wie der hier, mit so einem Balkon wie diesem hier und diesem Zimmer hier, nicht, was ja mehr an einem Hotelzimmer mehr ähnelt als einem Krankenlager, nicht, das ist schon cool, also da kommt man auch zur Ruhe, nicht? Und da hat man auch, ja, dann gibt es den ganzen Tag hier Obst, nicht? Also ich habe ja noch die Reste liegen, weil heute ist ja wie gesagt der Auszug, nicht? Da gibt es hier von Märkisch Kristall, nicht? Gibt es 3 verschiedene Formen, einmal ganz viel Kohlensäure, einmal ganz wenig Kohlensäure und einmal gar keine Kohlensäure, das ist das hier, Salut. Nicht vergessen, wenn ihr jetzt was zu trinken in der Nähe habt, trinkt mal was. Genau. Und ich bin einmal mit euch hier durchgegangen, ganz kurz. Wir waren einmal ganz kurz morgens, direkt nach dem Aufstehen, sind wir in die Cafeteria gegangen, die, wenn ich das nächste Mal hier bin, um vielleicht ein Interview zu machen, gar nicht mehr da sein wird, sondern oben im 4. Stock. Weil das Catering eigentlich oben stattfindet, nicht für dieses Haus. Und auch mehr Patienten hier auf den Gängen sein werden, nicht auf dieser, in diesem Bereich des, wie sagt man, Healing Architecture. Nicht? Grüße an Frau Kiewski gehen raus von der Pressestelle. Healing Architecture.
Und das funktioniert, nicht? Weil die Leute sammeln sich, die finden sich, die reden miteinander, die haben Spaß miteinander. Und ganz ehrlich, das beste Mittel gegen Tinnitus ist Lachen. Ja, wirklich, also für mich. Ja, das habe ich kennengelernt bei unserem Abschlussessen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank an die BG, vielen Dank an das Krankenhaus, besonders an das wunderbare Personal. Weil kein Raum im Leben eines Menschen ist deswegen gut, weil er als Raum existiert, sondern weil ihn Menschen mit Leben füllen. Und insofern bin ich heilfroh, dass ich hier landen konnte und das erfahren konnte, nicht auch wenn die Umstände vielleicht nicht ganz so nett waren, aber es hat einem dann auf jeden Fall mal gezeigt, dass es im Leben eben auch mal wieder einen Schuhlöffel braucht, ne? Damit man klarkommt. Nicht? In diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch, sage danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da, nicht so sagt man, glaube ich, im Influencer-Weltbild. Ihr merkt, ich bin kein YouTuber so gesehen, auch wenn ich hier meine Geschichten immer zum Thema mache, aber ich sehe mich da weniger als Influencer, mehr denn als Filmemacher, nicht mit dem Spektrum, das er jetzt zur Verfügung hat, in 360 Grad. Und ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht auf dem Kanal mit den Sachen im Bereich Tai Chi, im Bereich Qigong. Nicht, ob wir nochmal mit Mark Bender ein cooles Interview haben dürfen, weiß ich nicht. Nicht, ich gehe davon aus, das wird passieren, aber es ist, ist nicht so einfach. Nicht? Weil das, was die hier machen, ist in gewissermaßen auch neu. Nicht, ich wünsche mir das von allen Krankenkassen. Ganz ehrlich, liebe Krankenkassen, hört genau zu. Ja? Ich weiß, das ist von mir aus leicht gesagt, ja, weil Krankenkassen in der Regel wahrscheinlich ganz anders aufgestellt sind, nicht wie die Berufsgenossenschaft. Aber wenn das hier das Wirken einer modernen Medizinform ist, deren Anfang 1890 mit einem gesamtheitlichen Konzept, mit einem ganzheitlichen Konzept begonnen hat, dann ist es doch toll, wenn das dann auch tatsächlich dazu führt. Also sollte man doch stolz drauf sein und das weiter pflegen. Und die Krankenkassen, die es da draußen gibt, nicht jetzt ob privat oder staatlich, sorgt doch bitte alle dafür, dass solche Krankenhäuser entstehen, die in der Lage sind, uns Menschen, uns Arbeiter, die wir auch sind, tatsächlich ernst zu nehmen. Ja. Weil so wie die BG einen fit macht für den Beruf, finde ich, können das die anderen Krankenkassen ja genauso leisten. Nicht, weil ob ich jetzt fit gemacht werde für zu Hause oder fit gemacht werde für den Beruf, ja, ist letztlich das Gleiche. Es ist derselbe Körper, der hier steht. Ich nehme diesen Schuhlöffel jetzt mit hier nach Hause. Da werden meine Kinder auch mit in ihre Schuhe schlüpfen. Ja. Und im übertragenen Sinne, diese ganzen diese Methodiken, mit denen ich jetzt meinen Körper auch neu kennengelernt habe, im Bereich Meditation, im Bereich Reiki, im Bereich Spannung, Körperspannung, Energiefelder, die uns umgeben, habe ich ein neues Thema rausgefunden für mich, was ich hoffentlich auch im Feuer tragen kann. Und ich freue mich da mächtig drüber, weil das ist genialer Content. Ja. Ganzheitlicher Content, nicht in einem ganzheitlichen Format in 360 Grad. An dieser Stelle macht's gut, bis bald und danke fürs Zuschauen.